Willkommen, liebe Fußballfans. Wir begrüßen Sie zu diesem Spiel im Municipal de Bourg. Am Mikrofon sind natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Uns erwartet mit Sicherheit eine sehr interessante Partie. Das klingt nach hochinteressantem Fußball. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den beiden Mannschaften doch gar nicht anders. Da kommt die Aufstellung, so gehen sie in diese Partie heute. Sehr flexible Formation heute bei Ihnen, ne? Ja, ein 5-3-2, also erstmal ein Riegel hinten und dann umschalten. Und da sind die Außenverteidiger gefragt. Und so werden sie heute dieses Spiel angehen. Bei ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Und das Spiel läuft. Reece Nelson bringt den Ball jetzt in die Mitte. Machen Sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Ganz energischer Einsatz. Da wäre jetzt Platz. Und jetzt die Ecke. Ecke in den Strafraum. Nein, keine gute Befreiung hier. Da geht er vorbei. Da sind sie da, guter Block. Oh, Riesenparade, aber die Fahne ist oben. Wir sehen es abseits, gezählt hätte der Edich. War eine klasse Chance, aber ist am Ende nichts dabei rumgekommen. Barclay. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Er kann sich durchsetzen. Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Und irgendwie hält er ihn. Reece Nelson. Barclay. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Aber dann verlieren sie den Ball, keine Gefahr mehr. Der Ball gewinnt. Und Grund ist dieses frühe Stören. Der Abschluss nicht platziert genug, das ist dann kein Problem. Dieser Pass findet sein Ziel nicht.
ziemlich defensiv, was sie da im Moment machen. Die rühren da hinten ziemlich Beton an. Das macht er sehr gut. Schön durchgesetzt. Jetzt ist der Platz da. Da fällt das erste Tor an diesem Tag. Ball geht in die Torwart-Ecke. Wir sehen es hier und da werden sich viele fragen, lässt sich dieses Tor nicht verhindern? Aber der Ball ist natürlich auch sehr präzise. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Das macht er super mit Technik. Mit etwas weniger Power geht er rein. Sah mir ganz genauso aus, Wolf. Er versucht es mit ganz viel Kraft, aber nicht drin, das Ding. Guter Vorstoß jetzt. Er ist frei, da kann was draus werden. Ball ist im Tor, aber die Fahne ist oben, abseits. Richtige Entscheidung, Wolf, das war abseits. Ja, da lag das Tor wirklich in der Luft, aber so ganz hat das Timing dann doch nicht gestimmt. Aber er muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Das muss Freistoß geben. Klare Entscheidung der Schiedsrichterin. Noch so ein Ding, dann gibt es die Karte. Klar, jetzt ist Zurückhaltung angesagt. Versucht einfach mal, aber ohne Erfolg. Große Distanz, dann trotzdem so ein klasse Ball, fast das Tor. Ah, da geht er vorbei. Gut verteidigt. Wir lassen den Ball da jetzt gut laufen. Flanke jetzt. Könnte was werden, aber ihr seht, das wäre die Chance gewesen, hier weiter davon zu ziehen. Aber wir haben es ja gesehen, das war zu nachlässig. Ja, und so haben wir hier weiter diese Spannung. Das sind so Szenen, die sich in einer Partie noch rächen können. Jetzt haben sie den Ball. Reece Nelson. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung.
Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Gefahr erstmal bereinigt. Wird es jetzt gefährlich? Den Ball gibt er erstmal nicht her. Da kommt der Schuss. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Es werden noch mal 2 Minuten draufgelegt. Ja, das könnte was werden jetzt. Ball wird abgefangen. Und das war die erste Hälfte. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Fairer Einsatz hier. Jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. Die Schiedsrichterin gibt den Freistoß. Sie klären. Und jetzt hat er den Ball. Muss er runter? Läuft auf jeden Fall nicht mehr ganz rund. Der Ball war nicht platziert genug. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Jetzt kann er es machen. Kein Tor, da lassen sie eine gute Chance liegen, sich hier weiter abzusetzen. Ja, das wäre wichtig gewesen. So bleibt es erstmal weiter spannend. Ich glaube, diese Szene ärgert sie. Reece Nelson. Der Ball läuft richtig gut. Stark gearbeitet. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Da geht er weit am Tor vorbei. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Stehen jetzt sehr defensiv, tun im Moment wenig fürs Spiel. Ross Barkley. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Hedenstadt. Da ist die Balleroberung. Klar, das ist abseits. Sie sind ein wenig selber schuld.
weil sie zu hastig waren. Da müssen sie abwarten, bis wieder alle aus dem Abseits raus sind. Aber dann kommt dieser Pass, das ist ärgerlich. Dann kommt doch nichts raus bei diesem Angriff. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Fällt das Tor doch noch? Starke Aktion. Sie erobern den Ballbesitz. Klasse Einsatz. Geht er rein? Ah, da fällt das Tor. Sie sind zurück im Spiel. Schön durchgesetzt, zieht am Verteidiger vorbei. Das ist eine seiner großen Stärken, dieser Zug zum Tor. Unnachahmlich, tolles Tor. Und damit alles auf Anfang, es steht 1:1. Da trennt er ihn vom Ball. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Kurz vor Ende nochmal der Angriff. Weiter unentschieden. Könnte die Führung werden. Oh, ich glaube, das war's vielleicht schon in dieser Partie. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Was für ein wichtiges Tor. Schon überraschend, der Treffer. Bisher waren Sie ja noch nicht so gut drin in dieser Partie. Aber da müssen Sie jetzt dranbleiben, sich weitere Chancen erspielen. Dann kann das noch was werden. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Ein Angriff ist noch drin. Jetzt oder nie. Sie können den Ausgleich schaffen. Nee, jetzt ist der Ball doch weg. Mitspieler frei. Jetzt kann der Pass kommen. Schiedsrichterin gibt Vorteil. Und das ist auch genau die richtige Entscheidung. Sie versuchen es. Er steht gut, er ahnt den Ball, macht sich lang. War wieder so eine Parade, die einfach zeigt, wie gut er ist. Und die Aktion von gerade wird natürlich auch noch geahndet, das ist gelb. Jetzt der Eckball. Den klärt er auf der Linie. Ball erstmal weg. Dann haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Michael Madron.
Nicht das Tor, nicht die endgültige Entscheidung. Ist das stark gemacht, tolle Parade, so kurz vor Ende, die Hoffnung lebt. So, Ecke kommt. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Schöner Volley-Schuss. Vorne der Ballgewinn. Er war entschlossen, da an den Ball zu kommen und er hat ihn. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Ganz stark abgeblockt. Damit ist dieses heutige Spiel zu Ende. Die Gäste haben hier also verloren. Es gibt also diese Niederlage. Denkbar knapp verlieren sie hier. Und entscheidend war der späte Gegentreffer ganz am Ende. Danach ging nichts. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.